Damit kommt auch der moderne Christ, auch der evangelikale moderne Christ immer weniger zurecht. Dass Gott nicht nur ein lieber Gott ist, sondern dass er ein heiliger Gott ist. Das ist ein rechter Gottesdienst, dass wir mit unserem Leben Gott die Ehre geben. So schreibt der Apostel Paulus, Römer 12, ich ermahne euch, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Mit dem Leib ist dieses ganze irdische Leben gemeint. Alles, was wir reden und tun auf dieser Erde. Als Kinder Gottes haben wir einen erneuerten Sinn, mit dem prüfen wir nach Römer 12, 2, der nächste Vers, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und das tun wir dann. Und das ist dann ein Gottesdienst, der Gott gefällt und ihm die Ehre gibt. Wir lassen unser Licht leuchten, ein erneuertes Leben, verändert durch das Licht und die Kraft des Heiligen Geistes. Gott wird durch unseren Gehorsam geehrt. Denn indem wir Gottes Willen tun, ehren wir ihn als unseren Herrn. Wir leben nicht mehr in der Rebellion gegen ihn, sondern beugen unsere Knie vor ihm. Und wenn heute die Ordnungen Gottes auf allen Ebenen angegriffen werden, dann geht Satan im letzten Grunde vor allem darum, Gott die Ehre zu rauben. Gott soll von den Menschen nicht mehr als Herr anerkannt werden, denn Satan will ja selbst Herr und Gott dieser Welt sein. Er möchte selbst die Ehre, die Gott zusteht. Es begann mit dem Sündenfall und es setzt sich seither konsequent fort und kulminiert jetzt im endzeitlichen Höhepunkt. Seine Ehre ist das Ziel von allem. Und ihm nicht die Ehre zu geben, das ist der Kern der Sünde. Stattdessen versucht der endzeitliche, antichristliche Mensch, wie wir es heute erleben, Gott die Ehre dadurch zu rauben, dass er die Schöpfung und die Würde des Menschen zerstört und zum Beispiel auch den Menschen versucht, in ein transhumanes, KI-gesteuertes Wesen zu verwandeln. Und wir sehen an vielen anderen Bereichen, wie die Ordnungen Gottes und die Würde des Menschen systematisch zerstört werden. Wir müssen nur mal wieder an diesen unsäglichen Harari und die ganzen Leute in seinem Umfeld, die ähnlich denken und handeln, sie erkennen ganz offen die Würde des Menschen nicht mehr an. Betrachten den Menschen im Grunde bestenfalls noch als höher entwickeltes Tier. Und damit haben sie natürlich auch die moralische Grundlage geschaffen, besser die unmoralische, mit den Menschen auch entsprechend umzugehen. Und wir müssen sehr aufmerksam auch in unserem Land darauf achten, inwieweit unser Grundgesetz auch von der Politik, von der Exekutive, der Legislative, der Judikative noch beachtet wird, wo der Dreh- und Angelpunkt in der Präambel die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das Fundament. Aber da, wo Satan ans Werk geht, versucht er genau diesen Punkt auszuhebeln. Die Würde des Menschen, weil Gott ihn zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und weil Satan Gott die Ehre rauben will und an den Allmächtigen selbst nicht rankommt, setzt er bei seinem edelsten Geschöpf, dem Menschen, an. Es geht also um die Frage, lebt der Mensch im Vertrauen und im Gehorsam in einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott oder lebt er in der Rebellion gegen Gott, was die Endzeit mehr und mehr prägen wird und schon prägt. Dazwischen gibt's nichts. Dazwischen gibt's nichts. Der Mensch hat nur die Möglichkeit, sein Leben entweder auf die eine oder andere Weise zu leben. Denn jeder, der sich nicht für ein Leben mit Gott entscheidet, bleibt in einem Leben ohne und letztlich gegen Gott verhaftet. Ob ihm das klar ist oder nicht.
dass es im christlichen Glauben wesentlich um die Ehre Gottes geht, liebe Geschwister, ist für den heutigen Menschen ein sehr ungewohnter Gedanke, auch in den meisten sogenannten christlichen Gemeinden. Damit kommt auch der moderne Christ, auch der evangelikale moderne Christ, immer weniger zurecht. Dass Gott nicht nur ein lieber Gott ist, sondern dass er ein heiliger Gott ist, der will, dass sich in unserem Leben auch etwas ändert, dass in unserem Leben etwas von seiner Heiligkeit zu spüren ist, wo ich mich nicht einfach nur bequem in die Lounge setze, in die Jesus Lounge oder wo auch immerhin und es mir gut gehen lasse, sondern dass die Sache auch Erwartungen an mein Leben hat. Nicht um erlöst zu werden, das hat er alles vollbracht, aber um ein Leben zu führen, das ihm die Ehre gibt. Wir können Gott gar nicht mehr ehren, als wenn wir ihm kindlich und felsenfest vertrauen. Auch ganz wichtig in diesen Tagen, liebe Geschwister. Kommen wir auch ganz zum Schluss nochmal. Das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit, auf die Treue Gottes ist das Fundament. Und indem Gott seine Verheißungen dann wahr macht, oft weit über jedes menschliche Vorstellungsvermögen hinaus, zeigt er, wer er ist und wie er ist, was er hat und was er kann. Ein Versprechen nicht halten zu können, ist ein Zeichen von Ohnmacht. Es kann uns Menschen leider immer mal wieder passieren, dass wir mit bester Absicht und vollem Ernst etwas versprechen, was wir am Ende nicht halten können. Ich sage zum Beispiel meiner Frau seit vielen Jahren, bald wird es ruhiger, ist bis heute nicht gekommen. Nicht, weil ich es nicht gut und ernst gemeint hätte, aber weil ich nicht allmächtig bin und immer wieder Entwicklungen eintreten, die es nicht zulassen, dass es ruhiger wird. Wir erinnern uns andererseits an die Geschichte vom Vater, der seinen Sohn nach einem Erdbeben ausgegraben hat. Der hatte ihm versprochen, ich werde für dich da sein, wenn du mich brauchst. Und da lag der Sohn nun verschüttet unter Bergen von Trümmern und hat felsenfest darauf vertraut. Da hat seinen Mitverschütteten gesagt, mein Vater kommt und holt uns hier heraus. Er hat's versprochen. Und als der Vater dann da war, da war der Vater, seine Liebe und seine Treue verherrlicht, denn er hat Wort gehalten. Gott verherrlicht sich, indem er Wort hält. Das setzt voraus, dass wir ihn beim Wort nehmen. Ich werde mit dem Stichwort Mut seit 8 Jahren am laufenden Band konfrontiert. Es hat gar nichts damit zu tun, dass ich besonders mutig wäre. Wenn ich gucke, welche Mächte der Finsternis uns immer mehr umdrängen und einengen und uns auf alle mögliche Weise mit Bösem trachten, da verlässt mich persönlich durchaus auch der Mut, wenn ich an mich denke. Es geht nicht um unseren Mut, es geht um die Größe Gottes und unser Vertrauen auf diese Größe Gottes. Und dann müssen wir uns auch nicht von unseren Ängsten leiten lassen, die jeder von uns kennt. In diesen letzten 8 Jahren erlebe ich das immer mehr. Und das zeigen mir viele, viele Rückmeldungen, eigentlich fast alle, würde ich sagen, die ich erhalte, dass die Menschen mehr und mehr auch von Sorgen belastet sind, was die Zukunft unseres Volkes, unseres Landes, das ganze Weiterbestehen von menschlicher Existenz betrifft. Und dann ist aber eine entscheidende Frage, lassen wir uns von dem leiten, bestimmen, in dem, was wir reden und tun, was hier beängstigend auf uns eindringt, und dann lassen wir uns von Angst und Feigheit leiten. Und dann halten wir den Mund, wo wir reden sollten. Wir brauchen ganz gewiss ganz viel Weisheit in diesen und in den kommenden Tagen für jedes Wort, das wir sagen, damit wir uns nicht in eigenem Übermut in Gefahr bringen. Das ist ein ganz schmaler Grat oft, wo wir auf Gottes Gnade und Führung angewiesen sind, dass wir nicht in eigener Anmaßung und in eigenem Übermut reden und handeln, aber sehr wohl im Mut, der auf den Herrn und seine Hilfe vertraut. Und dann auch anderen Menschen, vielen, vielen anderen Menschen in Deutschland und darüber hinaus Mut macht,
dem Herrn zu vertrauen und ihm mit ihrem Leben die Ehre zu geben. Und lasst uns alle mit dazu beitragen, solange uns der Herr dazu die Kraft und Gelegenheit gibt, dass auch diese Gemeinde eine solche Gemeinde bleibt, möglichst bis zur Entrückung und der Wiederkunft unseres Herrn. Amen.